Hallo, meine Lieben. Ja, da bin ich wieder und zwar habe ich ein Craft-Update. Ich habe ja von der Simone, also von Simones Bastelkram, diesen Papierblock für Goodies bekommen. Und ich habe den ganzen Block verbastelt, also ein paar Schnipsel, die sind aber in den Müll gelandet, weil mit so kleinen Futzeln habe ich echt nichts mehr anfangen können. Und ich wollte euch jetzt zeigen, was ich alles Schönes aus diesem einen Block da gezaubert habe. Ich fange jetzt einfach mal an. Am meisten gebraucht haben tatsächlich diese Täschchen. Und zwar braucht man da pro Bogen zwei. Also da ist einiges am meisten drauf gegangen. Da sind sich leider auch nur fünf ausgegangen, weil ich mir einfach gedacht habe, sonst habe ich ja am Ende 10 Täschchen und nicht wirklich viel Zeug draus gemacht. Die kann man so hinstellen. Ich weiß jetzt leider gar nicht, ob das so richtig zusammengefügt ist, aber ich hatte nicht anders gewusst, wie das geht. Und ich habe das Ganze schon ewig lang in meinem Bestand. Kann eigentlich gar nicht mehr sagen. Ich glaube, dass ich den mal bei Ali oder bei Amazon bestellt habe. Kein blassen Schimmer. Ich habe es nicht mehr herausgefunden. Und deshalb habe ich auch nicht so genau herausgefunden, ob das auch nicht, was man einknicken müsste. Aber durch das, dass die Wand da quasi doppelt ist, habe ich mir gedacht, geht das ja gar nicht zum Einknicken. Also ich nehme echt an, dass es so zum Hinstellen ist. Also so habe ich es jetzt zumindest mal gemacht. Die habe ich jetzt weiter nicht mehr verziert. Ich war mir nicht sicher, vielleicht kommt da noch eine Deko drauf. Ich war mir da jetzt echt sehr unschlüssig, weil da habe ich ja ganz viele, wo eben wirklich viel Motiv drauf hat. Und dann war ich mir nicht sicher, ob es nicht irgendwie dann too much wird. Vielleicht kommt da aber auch noch die gleiche Deko drauf wie bei den anderen ganzen Basteleien. Aber ich wollte euch das jetzt zeigen, weil ich bin jetzt am Verpacken, dass ich es in den Karton reinpacke, der zur Simone dann fliegt, sagen wir mal so. Und deshalb wollte ich das sagen eben. Und das ist halt, ja, echt schwierig da. Ich habe dann auch überlegt, ob ich einfach nur so ein Danke drauf mache. Dann aber auch lassen. Ich war einfach so unschlüssig. Weil man dachte, die Taschen schauen so süß aus. Und wenn da dann wieder ein Danke steht, dann wisst ihr nicht, wohin das Danke. Und ja, da vor allem, da kannst du ja wirklich kein Motiv dazu tun. Unmöglich. Bei den einfachen kann es sein, dass ich echt noch ein Motiv drauf tue. Mal schauen. Also ich bin mal nur unschlüssig. Und dann noch habe ich diese bunte. Die schaut innen so aus. Ja, also diese fünf, leider nur fünf. Dann habe ich mit der Merci-Packung. Ich habe sie eh gerade da mit dieser von Craft Emotions gebastelt. Ich muss dazu sagen, dieses Bild hat mich etwas irritiert. Ich war tatsächlich der Meinung, dass irgendwie was zum Ausstanzen dabei ist, dass man eben dieses da unten stanzen kann. Ist tatsächlich nichts dabei. Deshalb habe ich es da unten jetzt einfach wirklich nur in meinem Cardstock lassen, also in weiß in meinem Fall. Und man könnte ein Fenster reinstanzen, habe ich jetzt sein lassen, weil ich sie dekorieren wollte. Und zwar schauen die so aus. Die kann man da dann einfach da hinten verschließen. Also da in den Schlitz reinschieben. Und zu ist es. Und ja, wie gesagt, es ist einfach auf Cardstock, weißen Cardstock geklebt und sie dekoriert. Da habe ich dann eben einfach den Deckel quasi nochmal separat ausgestanzt, damit das eins zu eins drauf passt. Weil ich mir gedacht habe, dass es wenigstens etwas Farbe hat. Und so haben sie mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Und da habe ich auch überall ein Danke dazu gestempelt. Weil bei den Tütchen da passt es, finde ich, ganz gut. Ich hoffe, sie gefallen euch auch. Da ist es mit diesen Tags oder Etiketten. Wie nennt man denn das? Coupons sind es eigentlich. Und da habe ich wirklich die verschiedensten Motive mir ausgedruckt und benutzt. Ich glaube, von jeder Sorte habe ich jeweils zwei von den Papieren, weil sich das einfach
am besten ausgegangen ist. Da braucht man nämlich auch pro Bogen dann. Pro Bogen kriegt man eben zwei solche Deckel her. Und deshalb eben zwei. Weil ihr ja natürlich auch andere Sachen nur basteln wollt. Und ich habe diesmal sogar mit den Resten gebastelt. Also da habe ich es gerade. Da ist eben zu. Es geht nur ein bisschen hart auf und zu. Und da die noch befüllt werden müssen, will ich da jetzt nicht so wild um und um werkeln, nicht, dass da gleich was kaputt wird, wenn man es 100 Mal auf und zu machen muss. Obwohl eigentlich müsste ja wirklich gut heben. Ich denke, durch das, dass es zweilagiges Papier ist, was eigentlich nicht so wirklich gedacht ist, kann es sein, dass der Schlitz ein bisschen zu eng ist. Aber es, also, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da ist echt nur viel Luft. Aber es geht halt deshalb ein bisschen schwerer auf und zu. Also nicht wundern. Dann habe ich noch andere Schächtelchen gemacht und zwar weiß ich gar auch nicht mehr, wo ich die Schablone her habe. Und zwar sind das solche. Davon habe ich auch 10 und da kann man auch da unten eben einschieben. Und die habe ich auch wieder mit den gleichen Motiven da dekoriert, weil ich mir gedacht, das passt eigentlich ganz, die passen ganz gut zu Süßigkeiten dazu. Cupcakes und so. Geht immer. Von dem Muster mit den Schwedenbomben, so schaut es irgendwie aus, bunte Schwedenbomben, habe ich 3. Aber ich denke nicht, dass es Schwedenbomben sein, oder? Ihr habt echt keinen blassen Schimmer, was es sein soll. Und die waren auch irgendwie feiner zu machen als die da. Ich weiß nicht warum, aber dieses, ach, ich bin Boxenmensch so überhaupt nicht und diese Falzerei und alles, oh, da kriege ich immer so schnell die Geduld weg. Also ich habe jetzt ein paar Tage dran gesessen und habe es dann immer wieder weggerückt und wieder hergerückt. Ich weiß nicht, warum ich mir an Boxen nicht anfreunden kann, aber dennoch seien ja einige entstanden, wie ihr seht. Dieses mit dem Eis, ich glaube, das haben wir noch gar nirgends gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht. Das ist wieder der Donut. Die habt ihr in verschiedenen Größen ausgedruckt. Die haben wir alle auf Word ein bisschen größer und ein bisschen kleiner gemacht, damit es halt passt. Und da sind auch wieder diese Coupon-Dinger. Auch 3. Von dem sind 4 und von den anderen immer 3. Dann habe ich noch einige Reste gehabt und mit den größeren Resten habe ich ATCs gemacht. Und auch da habe ich wieder diese Motive da, diese Muffins und Süßigkeiten-Motive benutzt. Einmal das, da habe ich eben, das sind alles verschiedene Cupcakes. Da habe ich dieses, also sind alle gleich aufgebaut mit diesen. Da habe ich jetzt gar kein Motiv, weil das halt auch wieder so Papier, wo ich mir gedacht habe, das wird einfach too much, wenn man dann irgendwas drauf tut. Deshalb habe ich dann nur ein Danke-Kärtchen draus gemacht. Da habe ich noch in Querformat. Ich finde das alles so komisch. Ich weiß nicht. Es schaut aus wie Katzenfutter irgendwie. Also es ist Katzenfutter-Eis. So hat die das jetzt interpretiert. Dann dieser süße Donut. Es sind eh immer die gleichen Motive. Nur halt einfach wirklich, damit die alles verbaschelt kriegen. Da dieser Kaffeebecher da ist auch voll süß. Den habe ich dann auch noch einmal so. Der ist eben auf dem bunten Papier und man sieht halt das Papier so gut wie gar nicht mehr. Deshalb habe ich die anderen zwei eben anders gemacht. Da dieses. Und dann habe ich noch Donuts. Dreimal verschiedene Papiere. Und ich habe Restekarten gemacht, also wirklich alle Reste aufgebraucht. Und zwar da. Und da habe ich wirklich kleine Reste benutzt. Nur ich habe dann am Ende noch einige dieser kleinen Reste da über gehabt. Und es wäre sich eventuell eine Karte noch ausgegangen. Aber es hat irgendwie nichts von der Breite her mehr zusammengepasst. Und teilweise hätte ich dreimal stückeln müssen und nicht nur zweimal, so wie bei der jetzt. Deshalb haben wir gedacht, nee, das schaut dann auch nicht mehr gut aus. Und da ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, dass ich die Herzen irgendwie verkehrt herum habe. Ich habe zwar auf diese Kaugummi-Maschine da geachtet, dass die richtig rum ist, aber irgendwie ist mir es bei den Herzen dann entfallen. Aber ich hoffe, sie gefällt trotzdem. Also da habe ich einmal diese,
Einmal diese zwei Kerlchen und nochmal diese. Ja, das alles habe ich aus dem Blog herausbekommen. Ich hoffe, es gefällt euch und bis zum nächsten Video. Tschüssi!